Hallo und willkommen. Heute gibt es meinen köstlichen Bärlauchhummus mit selbstgesammeltem Bärlauch direkt aus dem Wald. Kinderleicht und in 5 Minuten gemacht. Ich esse ihn gerne auf Fladenbrot oder mit anderem Brot, zu Crackern, als Dip für Gemüsesticks, mit Falafeln, einfach zu allem, wozu Hummus gut schmeckt und wo die aromatische Bärlauchnote ein besonderes Geschmackserlebnis verleihen kann. Übrigens, ihr findet über 20 weitere fantastische Bärlauchrezepte direkt auf meinem Blog www.dailyvegan.de. Falls ihr den Bärlauch selbst sammelt, gilt wie immer, Wildkräuter nur sammeln, wenn ihr die Pflanze zu 100% ganz sicher bestimmen könnt. In meinem YouTube-Video für meine haltbare, bärenstarke Bärlauchpaste zeige ich euch den Bärlauch ganz genau und erkläre seine eindeutigen Bestimmungsmerkmale. Mehr dazu und zu den Verwendungsmöglichkeiten von Bärlauch in der Küche findet ihr auch in meinem kleinen Kräuterlexikon auf meinem Blog. Als Zutaten für den Bärlauchhummus braucht ihr 1 Bund Bärlauch, ca. 50 Gramm gehackt, 250 Gramm Kichererbsen aus dem Glas, aus der Dose oder selber vorgekocht, 10 Esslöffel Olivenöl, eine Zitrone, davon der Saft, 3 Esslöffel Tahini, eine Prise Kreuzkümmel, 1 Teelöffel Salz. Den geernteten Bärlauch gründlich waschen, das geht am besten mit einer Salatschleuder, lange Stiele dafür entfernen. Den Bärlauch grob hacken und mit den restlichen Zutaten für den Bärlauchhummus pürieren, bis eine cremige Masse entstanden ist. Ganz einfach, oder? Falls dir dieses Rezept gefallen hat, lasse mir gerne ein Like oder ein Abo da. Mehr vegane Rezeptvideos findest du direkt hier auf meinem YouTube-Kanal. Und mehr als 800 Rezepte von mir gibt es auf meinem Blog www.dailyvegan.de. Um nichts zu verpassen, kannst du mir auch auf Facebook, Instagram, Twitter oder Pinterest folgen. Vielen Dank, tschüss!